Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Shadow of the Earth Tree Part 52. Ja, letztes Mal haben wir uns auf der Insel der blauen Lichter, der blauen Blumen nochmal näher angeguckt, dem himmelblauen Ufer, um genau zu sein, so heißt es ja. Und ja, war wunderschön, ne? Wir haben sogar einen Boss getroffen, also, naja, einen kleinen optionalen Boss. Und ja, der hat ein schönes Schwert gedroppt. Was wir leider nicht führen können, also die ganzen Schwerter, die wir da... Zwei Waffen haben wir sogar gefunden. Oh. Oh Gott. Was ist denn da passiert? Ein Blitz eingeschlagen. Da hat er... Ah, es gewittert jetzt auch. Na, Gewitter gibt es hier normalerweise nicht. Außer er wird durch irgendwelche Monster hervorgerufen. Euch hier nämlich. Genau, den Gewitterschafen. Die große gibt's. Die großen gibt's hier auch wieder leider. Ach, nimmt überall, wo die Fulgurblüten wachsen. Jo, dann haben wir natürlich wieder mal einen Feuergolem bekämpft. Ne, man kennt es ja. Jede neue Gegend muss damit aufwarten. Mit einem Feuergolem. So, und hier sind wieder die tollen Grabsteine, sodass ich nicht erkenne, ob hier ein wertvolles Item liegt oder nicht. Ja. Oh, da schlägt dann auch ein Blitz ein, sofern die dann tot sind, ne? Grabfeldebene. Fällt doch aus, ja. Ach so, nee, da waren wir schon, ne? Grabfeldebene? Das war doch vom Anfang die Gegend, oder nicht? Hä? Bin mir jetzt nicht sicher. Ehrlich gesagt. Doch, das hieß so. Oder heißt so. Gibt's ja noch, diese Ebene. Aber dass hier nichts weiter ist, ja, nur der Feuergolem, ne? Den man bekämpfen konnte. Und ja. Jetzt kommen wir hier nach oben. Wenn wir wollten. Ach, hier steht vielleicht was. Soll ich mal lesen? Freund suchen. Da? Wünsche das Objekt voraus. Außer Klippe suchen. Hm. Also hier hoch und dann ist da ein Objekt oder wie? Achtung, riesige Person, ja. Den Necker bekämpft. Die riesige Person. Also hier scheint jetzt erstmal nichts weiter zu sein. Hier geht es nur woanders hin. Ich gehe mal da runter. Vielleicht jenseits des Wasserfalls. Ist da noch was Interessantes? Ah, hier sind wieder die Rundsteine. Die kann man, glaube ich, werfen oder so. Hm, Leute. Ah, hier geht's auch raus. Moment. War mir von da gekommen? Nee. Never ever. Aber es scheint hier nur die Sonne hin. Ja, hier scheint nur die Sonne hin. Ist zu hell aus hier. Scheint aber keine Sonne. Doch, von da. Ah, okay. Von da oben irgendwie, keine Ahnung. Benötigtes Objekt. Das deutet immer auf ein Shadowbaum-Fragment hin, ne? Das brauche ich natürlich. Ich wollte nie absteigen. Ich wollte das Licht anmachen. Ach ne, das war an. Okay. War ja noch nicht gestorben. Mensch, ausnahmsweise. Bei diesen Feuertypen, ne? Naja, allmählich haben wir die ganz gut raus. Aber, ja. Da muss ich dann wirklich das Schwert nehmen, mit dem ich am meisten Schaden mache. Oh, ne, hier geht's nur runter. Gut, da muss ich ein bisschen weiterspringen. Oh Gott, das geht aber tief. Ja. Hätte doch passieren können, dass man da stirbt. Also, Elden Ring ist da manchmal so ein bisschen unberechenbar, was die den Fallschaden angeht. Na gut, ich versuche da jetzt mal rüber zu gelangen. Ist das nicht in der Gegend, in der wir schon mal waren? Ja, das ist ja da in der Nähe. Ah, jetzt kommen wir da wieder hoch, oder wie? Benötigtes Objekt. Oh. Sehr kurios. Benötigtes Objekt voraus. Ah, hier geht es auf jeden Fall nach oben. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ne, da geht es wieder runter. Ne. Ich soll aber hoch, glaube ich. Oh Gott. Scheiße. Ja, ja. Ich sag ja Fallschaden und so, ne? Na, zum Glück ist der Golem weg, ey. Hier ist jetzt bloß noch eine Krabbe. Zum Glück. Und das geht ja. Das ist ja nicht wirklich ein Gegner. Oh Gott. Ja, es war ja da. Na, ich lass mal den Talisman noch drin.
der den Kampf zu Pferde ein bisschen verstärkt. Weil vielleicht wird er uns noch weiterhin von Nutzen sein. Jetzt bleibe ich erstmal auf dem Pferd. Da geht's ja auch weiter. Nee, nee, hier ist Ende. Das täuscht. Da ist ja ein Abgrund quasi, ne? Naja, hier ist überall ein Abgrund. Das ist nur ein kleiner Bereich. Also da wird dann nichts weiter sein. Hier war echt nur der Feuergolem, ne? Kein Gegenstand. Anscheinend. Aber die liegen ja manchmal auch so random rum, ne? Einfach mal so. Liegt da eine Rüstung oder so. Deswegen hätte es ja sein können, dass da noch was Wertvolles liegt, aber nee. Genau, das gehört alles zur Grabfeldebene. Sieht man ja auch, ne? Ist auch dieselbe Musik wie vom Anfang direkt. Ja, man kommt hoch. Aber ob es von da aus weitergeht, ist die Frage, ne? Was sagt er hier? Unglaubliches Voraus, sei der Bogen voraus benötigt. Bogen? Na gut, ich hab einen Bogen dabei, ja. Aber ich brauche erstmal meine Runen wieder. Sonst gehe ich ja nirgends hin. Na, aufstellen kann ich noch nicht. Also so viel bringen die Golems leider nicht. So. Wie komme ich hier höher? Ja. Also bis hier komme ich. Boah, das ist ja wieder sehr tricky hier. Gut. Ja, okay, man schafft's irgendwie. Oh nee. Ah, ich springe mal ungenau mit dem Pferd. Also sehr unpräzise ist der die Sprungmechanik hier. Boah, schön sieht's ja aus, wa? Also, boah, die Panoramen hier wieder. Ein Meisterwerk. Okay, ich bin da oben gelandet, aber ich glaube, hier war ich schon. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ah, nee. Okay, hier war ich scheinbar noch nicht. Sehr kurios, so. Aber die Insel, keine Sorge, gucken wir uns auch noch an. Ha, man hat mir eins gesagt, ein Sarg könne ein Passagier auf eine sanfte Reise schicken. Ja, in Santrinas seidigen tiefvioletten Garten. Oh, in einem solchen Paradies zu schlummern. Ja, von da kommen wir. Es war ihr Garten. Okay. Anscheinend. Dieses himmelblaue Ufer. Doch mal leveln? Oder, ja. Zwei Höchstfalle. Falls wir alle Runen verlieren, dann war das denn alles für ein Poppis mal wieder. So, da kriegen wir eins. Da kriegen wir eins. Da kriegen wir drei. Mal. Aber ich wollte noch eine Kondition. Was kriege ich da? Ich krieg noch... Ah. Ne, ich krieg jetzt keine. Ne, da war schon der Sweet Spot erreicht. Ah, hier kriege ich dann mehr Geist. Ja, machen wir mehr Geist. Na gut. Jetzt können wir mehr zaubern und so, ne? Mal sehen, ob da was Interessantes ist. Nee, sieht nicht so aus. Hier steht jetzt was. Kein Pferd voraus, kein Pfad. Ja. Pferd ist Synonym für Pfad. Aha. Ah, da liegt überhaupt noch was. Nur Knochen, Bestienknochen. Ist das nur ein anderer Weg dahin, oder wie? Zu Santrinas Garten. Komme ich hier nicht irgendwo hoch? Habe jetzt gar nicht geguckt, wie der Ort hier heißt, siehst du? Wäre vielleicht mal, würde vielleicht mal Aufschluss geben. Unterlauf der Ellag. Ach, das ist der Fluss hier, die Ellag, oder was? Anscheinend. Muss ja. Was soll es sonst sein? Unterlauf der Ellag. Komme ich jetzt hier weiter, oder was?
Könnte man schaffen, also. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist. Hier ist noch eine Nachricht. Achso, nee, kein Pferd voraus. Okay. Nichts Verborgenes voraus. Warum steht das denn da? Damit man sowas nicht macht, das ich gerade mache, wahrscheinlich. Um sich zu versichern nochmal, wa? Ja, ich weiß nicht. Also, Unterlauf, der, was soll ich hier machen? Hier kann ich scheinbar hoch, aber wie? Ja, mit dem Pferdchen wahrscheinlich. Jo. Und der Hund holt wieder seine Streicheleinheiten ab. Sehr schön. Klärmaus. So. Na, vielleicht hier? Ja. Ja, das sieht gut aus. Aha. Ah ja. Okay, also so geht's weiter. So zerklüftet. Na, Moment. Hier kommt man. Vielleicht. Ah, kommt man hier noch höher? Da ist einer runtergesprungen von da aus. Hier sind viele gestorben. Das ist ein Indiz, wofür? Physisch voraus benötigt. Dass man viel aushält. Ja, da könnte ich auch hoch. Ja, also hier geht's auch hoch, Leute. Okay. Dann können wir noch gucken, was da unten ist bei dem Fluss. Oh! Ach Gott, da sind wir. Unsere Freunde. Die Vögelchen. Ja, da unten ist auch noch was. Ist da eine Höhle? Schwierig. Tch, war klar. Warum reite ich doch einfach so rein? Muss den nur noch einmal treffen, das reicht dann aus. Schon sind sie gestaggert, ne? Huiuiui. Gut, wieder einen anderen Talisman anziehen, ne? Oh, der ist ja draußen. Warum ist der... Hab ich den weggeschmissen? Nein, kauf mal nicht. Aus Versehen weggeschmissen, den Talisman. Nein. Ballern wir den mal rein. Nutzt der erste überhaupt was? Ne, der nutzt ja dann gar nichts mehr, ne? Will ich jetzt mit dem Schwert erstmal kämpfen? Das ist die Frage. Noch mehr Vögel. Das ist der Vogelfahrt. Aber da unten ist da bestimmt auch noch was, oder? Ist da auch ein Gang oder so? Hier? Ich weiß es nicht, Leute. Aber ich gucke mich erstmal hier oben um. Mach euch erstmal platt hier. Wenn es geht. Nee, du lebst nicht, aber du. Jo. So macht man das. Oh, sind fast ein Two-Shot. Aber auch nur fast. Naja, zweihändig wären sie vielleicht, wa? Ja. Nee, den kann man nicht anvisieren. Ah, also hier soll ein benötigtes Objekt sein. Da geht's weiter. Vielleicht ist das wirklich unten das benötigte Objekt, aber... Ich weiß es nicht. Nichts Genaues weiß ich nicht. Wenn hier mal ein Ort der Gnade wäre, dann kann ich mich ja einfach dahin teleportieren, ne? Leute. Benötigtes Objekt, wir sind schon dran vorbei, ja. Oh, ihr. Oh, nee. Oh, nee. Ich will nicht. Nee. Was steht denn hier? Trauer voraus, aber da nichts ist. Oh, jetzt muss ich doch wieder vom Pferd auskämpfen. Da ist noch einer. Oh. Noch einer. Steht hier. Etwas Unglaubliches voraus. Hier ist ja nichts. Ey, ihr müsst mich, ey. Ah, noch einer. Zwei, drei.
Unendlich viele hier. Weil ich die sammle, ja. Von denen erstmal, ja. Ja, schauen wir jetzt hier nach oben. Fernkampf, Gnade voraus. Oh, Garnele, da ist wieder Freundschaft. Da unten ist eine Garnele. Ah ja, da ist eine. Also unten ist es interessanter, wie den anscheinend hat, als oben. Objekt voraus, ja wo? In welcher Richtung? Hier ist ja keins. Also ich habe hier keins gesehen. Und viel höher komme ich hier nicht. Hoffe ja immer auf ein Shadowbaum-Fragment, ne? Logischerweise. Aber hier ist keins. Hier sind nur irgendwelche Kreaturen, die mir so ein bisschen auf den Sack gehen. Oder gingen. Keine Ahnung. Sammelt mal ein. Man weiß ja nie, ne, wozu man das nochmal benötigt. Aber nö, hier ist nichts weiter. Kommt man hier überhaupt hoch? Oder ist es mehr ein Abgang? Vielleicht, wa? Gut, dann ist die Entscheidung gefallen, dann muss ich da unten lang. Weil oben geht es anscheinend nicht weiter. Oder ich übersehe da irgendwas. Keine Ahnung, Leute. Ah, was steht jetzt hier? Starker Fahrtwurf? Nee. Garnele-Forser. Vorsicht vor Scharfschützen. Boah, die ist ja riesig. Ist sie böse? Hier mal hochheilen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber sie. Ja, die sind Scharfschützen, Garnelen, das wissen wir ja. Ich komme nur nicht zum Attackieren hier. Ja, das, genau, das ist Scharfschützenmodus. Da können die durch das ganze Spiel schießen. Durch ganz Elden Ring. Au. Da muss aber was. Oh, Blutung. Prockt. so geil fand. Ah, Moment, hier ist auch noch was. Ja, viele Steine. Ist ganz cool, aber brauche ich nicht mehr. Es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Tote. Schade, kein Shadowbaum-Fragment. Und anscheinend gibt es hier auch nichts weiter, oder? Oh Mann, ey. Das war ein bisschen für ein Poppes, aber gut. Gab einige Steinchen, ja. Ist ganz schön. Nice to have, aber brauche ich halt nicht mehr. Leute, wie komme ich jetzt wieder hoch? Sie fahren. Komme ich von hier aus hoch? Scheiße, nein. Ach Mann, ey. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es sein lassen. Ach, scheiße. Ich will wieder einen anderen Weg suchen hier. Huch. Wenn es da hoch geht, testet. Also hier geht's ja gut, wissen wir ja. Aber. Hä? Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Wie ging denn das? Da waren nur diese dummen Vögel. Scheiße. Okay. Wie?
Ah ja, okay, so. Einfach irgendwie. Das wirkt nicht ganz so, als wäre es so gedacht. Ich weiß nicht. Hier ist doch keine Höhle oder dergleichen, ne? Wie komme ich denn da hoch? Das gibt auf. Gnade, achso, weil die Gnade da ist, ja, aber da war ich ja. Von da bin ich gekommen. Ach, Fernkampf, ich bitte euch. Ist doch nur ein kleiner Krebs gewesen. Oder eine Riesengarnele. Ich brauche bloß Anschwung, Anlauf, glaube ich, um da hochzukommen. Ah, ja, könnte man schaffen, glaube ich. Nicht, dass ich das schon war, ey. Komm ich da hoch und, ja. Willkommen in einem bekannten Gebiet. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Gibt's doch nicht. Na, dann geht's in der Regel auch nicht, ne? Also, wenn man es partout nicht hinkriegt, dann, Oder ich die falsche Seite gewählt? Das sieht ja so aus, als könnte ich da, aufspringen. Waren ja diese letzten Viecher. Oh, ne, ich glaube von hier aus, das wird nichts. Das ist, denke ich mal, nur ein anderer Weg zu dem Blumenufer da, zu dem blauen Ufer. Ja, ich glaube, das ist Quatsch hier, was ich hier versuche. Na, hier kommst du sowieso nicht hoch. Gut, Leute. Ist hier eine Höhle? Nein. Mach mal Licht. Hat er wohl Licht an, aber... Es ist trotzdem stockfinster hier. Gibt's doch nicht, dass man hier nicht hochkommt. Nee. Kannst du knicken. Geht nicht. Kannst du echt knicken. Gut. Dann teleportieren wir uns wieder zurück. Ja, wir sind direkt hier. So weit sind wir geritten. Ja, dann gehe ich mal hier hin. Na? Jo. Was soll's. Und dann schauen wir uns mal da näher um. Also vielleicht kommt man da irgendwie auf diese Insel. Lässt mich nicht in Ruhe hier. Aber lässt mir keine Ruhe, so sagt man, ne? Diese Insel. Ja, von hier nicht, das haben wir schon festgestellt, aber von da drüben irgendwie. Ach, das gehört alles, ne? Im Moment, die ist größer. Ah, das ist eine kleine Insel und das ist dadurch. Ah, hier ist so eine Enge. Eine Meerenge. Nee. Was steht denn hier? Höhle voraus. Ah! Ja, okay. Von hier aus kommen wir wahrscheinlich darüber. Geil. Und es ist ein Mausoleum wieder. Na, da ich ja Freude dran. Aber wie ein krasser Mausoleumsboss auf uns warten. Der heftiger ist als hier alle Bosse bisher. Achso, das Licht ist ja wieder aus. Ja, klar. Gott, kann ich hier irgendwo stehen? Ja. Ziemlich gut. Aber wo soll ich jetzt lang? Erstens voraus, ja. Was voraus? Hier voraus? Da voraus? Ich reite erstmal hier durch. Ah, hier seid ihr. Ist hier noch andere Wege? Ne. Ich reite erstmal hier lang. Erstmal gucken, wo wir hinkommen. Ja, wir kommen Richtung Insel. Geil, Leute. Das ist der Zugang zur Insel. Haha. Oh Gott, nein. Der hält mehr aus irgendwie, ne? Aber nutzt ihm gar nichts. Haha.
Sehr schön, ey. Ist ja der Durchgang hier so eng. Warum? Ist das hier? Immer noch Sackgasse? Ne, ist okay. Ist das eine Sackgasse, ja? Glaube ich nicht. Wir kommen auf der Insel raus. Und hier ist ein Mausoleum. Und eine Krabs. Geil. Cool, Leute. Oh, wie cool ist das denn? Ich liebe ja sowas. Aber das war ja im Hauptspiel auch schon so, ne? Huch. Kann mir so falls ich keine Ausdauer, ich hatte ja noch genug Ausdauer. So, ja, das sieht so nah aus, das Ufer, was? Echt weit weg. Ja, vom Pferd aus sind die echt mega gut zu bekämpfen. Cool. Da sind auch Würmer und so. Na, vielleicht gibt es hier mal ja was Interessantes. Kommt man hier hoch? Oh, noch einer. Boah, muss ja früher oder später passieren. Aua. Das ist dann schön, wenn man dann da liegt und sich nicht wehren kann. Liebe Krabbe, ich bin total wehrlos. Muss mir nichts tun. Ah ja, du wolltest ja nicht hören. Ja, na, muss ich es halt rufen. So, aber wie kommt man hier hoch auf die Insel, auf die kleine? Hier? Ja, hier. Okay. So, aber hier ist jetzt nichts, pass auf. Ja, hier ist, doch. Oh ja, sogar ein wertvoller Gegenstand. Duftöl von Rana. Wer ist Rana? Duftöl von Rana, was war denn das jetzt? Öl. Was war's? Öl. Ja, da haben wir das Siegel noch ausgewählt, wollte ich mal sagen. Was ist denn das? Habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet. Das hat mich jetzt so. Ach doch, da haben wir es ja. Flammen nach vorne. Ah, zu speien. Flammenspeien. Eine kleine, in leuchtend rotem Stoff gewickelte Flasche voll mit brennendem Duftöl. Warum duftet es denn überhaupt? Was macht da Sinn? Die Tänzer Ranas halten diese beim Tanzen versteckt, um den Höhepunkt ihrer Leidenschaft mit einer Explosion aus sengenden Flammen und süßen, verlockenden Düften zu krönen. Oh, schön, schön. Das ist cool. Also, das ist, glaube ich, gar nicht mal so unnützlich. Kann man ein bisschen Feuerschaden fabrizieren hier. Yes. Aha. Okay, und was bringt uns das jetzt? Treffen wir diese Rana noch? Oder kann man die treffen? Hm, Leute. Ich weiß es nicht. Also, da habe ich es auf jeden Fall nicht getroffen. Nebel. Oder Bestie. Nebelbestie. Ja, das ist echt Nebel. Na, vielleicht ist sie ja hier in dem Mausoleum, ne? Ich vermute es fast. Ja, man hat ja noch einen Boss gesehen, ne? Oder wenn es ein Boss war, weiß ich nicht. Der auf so einem blauen Wiesen gekämpft hat, also im Trailer, ne? So eine Frau in so einer roten, in so einem roten Outfit auf jeden Fall. Ja, und der bin ich noch nicht begegnet. Also, falls es die gibt. Vielleicht ist das diese Rana. Naja, egal. Rein hier. Südliches namenloses Mausoleum. Vielleicht steckt die auch hier drin. Wer ist denn da? Oh, jetzt habe ich wieder. Ich wollte eigentlich lesen, aber ist egal. Tänzerin von Rana. Ja, das ist sie. Das ist. Die hat auch ein rotes Outfit an. Okay, dann ist sie das. Oh, die hat geile Schwerter dabei. Oh, die möchte ich haben. Ey, die kriegt man vielleicht, wa? Klar. Oh, bitte. Oh, bitte, dann werde ich die auf jeden Fall vielleicht verwenden. Obwohl, die sehen aus wie die stinknormalen Banditen. Ah, ja, das ist das Feuer, was sie kann. Ja, hier wäre ich besser, glaube ich, mit meiner anderen Waffe dran gewesen. Gut, aber die hält nicht viel aus. Das war kein starker Mausoleumsboss, zum Glück. Sage ich jetzt, ne? Und dann kommt ihr Feuer und ich bin weg.
Ah, die kann sich ja nochmal heilen, aber das hat ihr jetzt nicht viel irgendwie hat sie sich sehr wenig geheilt. Macht das überhaupt Blutungsschaden? Nö, macht nicht mal Blutungsschaden. Dann hättest du mich schon gehabt, wahrscheinlich. Wow, die kann geil tanzen. Mit den Schwertern kann man vielleicht so tanzen. Das ist die Weapon-Art oder so. Leute, das gefällt mir. 80.000, dann können wir wieder aufstehen. Oh, Leute, wie geil. Wir kriegen echt ihr Schwerter. Tanzende Klinge Ranas. Wie geil. Ey, das hat sich sowas von gelohnt. Kapuze einer Tänzerin, Kleid einer Tänzerin, Armschutz einer Tänzerin. Oh, wie schön. Hose in einer, die sieht nicht so geil aus. Aber der Rest. Aber ich bin leider keine Tänzerin. Ich bin hier kein weiblicher Charakter. Der andere, den ich hochzüchten wollte, das war ein weiblicher Charakter. Aber da wurde mir dann die Zeit, wie gesagt, zu knapp. Da hätte ich dann nicht mehr geschafft. Da hätte ich vorher noch einen ordentlichen Teil im Hauptspiel verbringen müssen. Und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja direkt in den DLC, Leute. Naja, egal. Gucken wir uns mal die Waffe an, ja. Oh Gott. Aber wo sind denn hier die Krummschwerter? Ne? Ey, ich muss wirklich... Ah, die sind ja gleich hier. Das ist ja ein besonderes... Oh Gott, sieht das cool aus. Aber ich kann es... Doch, ich könnte es fühlen, ne? Es braucht nur Geschick. Es skaliert nur mit Geschick. Oh, schön. Endlich mal ein Schwert, was nur mit einem Attribut skaliert. Oh, sieht das geil aus. Dekorative Schwerter, die inbrünstig rot glühen. Ein Waffenpaar, das in beiden Händen geführt wird. Von den Tänzern Ranas genutzt. Trifft Gegner beim Ausführen eines starken Angriffs mit einem tanzenden Überfall. Jo, das war der, was sie gemacht hat. Ein solches Talent. Ewiger Tanz. Ein wilder Tanz, der eine Reihe von Hebeangriffen entfesselt. Halten, um den Tanz so lange fortzusetzen, wie er über Ausdauer, wie ihr über Ausdauer verfügt. Oh, die cool, aber die können keine Blutung hervorrufen. Ne? Das haben wir ja schon gemerkt, leider. Das ist ein Schwachpunkt, finde ich, leider. Man soll es doch mal weiter fortführen können, ne? Ja, geht auch. Und verbraucht sehr wenig. Schade, wenn Blutungswaffen, dann werden sie gekauft. Aber so. Und ich denke mal, das kann man auch nicht da auch raufpappen irgendwie auf die Waffen. Das wird nicht gehen, weil es besondere Waffen sind halt, ne? Schade, schade, ey. Sonst hätte ich es gern gemacht. Kapuze einer Tänzerin. Eine hellrote Kapuze der Tänzerin von Rana erhöht die Stärke von Tanzangriffen. Der Tanz von Rana ist von brennender Leidenschaft geprägt. Die leidenschaftlichen Tänzerinnen lassen ihren feurigen Tanz niemals enden und verlieren dabei sogar ihren Namen. Ihren Namen, okay. Erlischt ihre Leidenschaft, erlischt auch ihr Lebenslicht, okay. Ja, das wird ja eine schwächere Rüstung sein, in Anführungsstrichen. Obwohl. Nee, das war Messmas. Wieso schon nicht so stark? Und damit auch leicht. Also eher eine leichte Rüstung. Es gibt ja jetzt nicht stark oder schwach so, ne? Es gibt leichte Rüstung und starke Rüstung. Und Nutzungsrüstung. Ein hellrotes Kleid der Tänzerin von Rana erhöht die Stärke von Tanzangriffen. Ah, erhöht dann noch die Tanzangriffe, okay. Der Tanz von Rana ist von. Gut. Das kennen wir schon. Hatte sie auch irgendwie Handschuhe oder sowas? Armschutz einer Tänzerin. Ein Metallarmschutz der Tänzerin von Rana. Erhöht die Stärke von Tanzangriffen auch. Also alles erhöht die Stärke von Tanzangriffen. Die Hose wahrscheinlich auch. Gehe ich mal von aus, obwohl die jetzt sehr schlicht aussah. Hose einer Tänzerin. Die lange schwarze Hose, die unter dem hellroten Kleid der Tänzerin von Rana getragen wird, erhöht die Stärke von Tanzangriffen. Ne? Also alles erhöht die Stärke von Tanzangriffen. Und scheint mit keinem Malus einherzugehen, also wie bei dem anderen Typen. Da wird zwar, jedes Rüstungsteil erhöht zwar die Angriffskraft irgendwie, aber man kann auch dadurch nur weniger einstecken, ne? Leider. Nur noch weniger einstecken. So, aber ich nehme mal wieder meine Doppelklinge.
Und genau, das passt dazu und das passt nicht dazu. Was hat Ding hier vorher drin? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich gar nicht. Macht Sinn, weil ich benutze die Weapon Art sehr häufig. Und man nimmt noch Stacked, das ist das Hammer. So. Jetzt wollte ich mich aber mal heilen. Jo, die waren nicht so stark zum Glück, aber waren ein cooler Gegner oder eine coole Gegnerin, besser gesagt. Hm? Mit einer coolen Fähigkeit, also wow, geil. Finde ich cool, was sie hier alles integriert haben in den DLC. Wunderschön in diesem Mausoleum, dass man da immer besondere Waffen bekommt, mit besonderen Eigenschaften. Und ja, sehr, 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 sehr hübsch, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Also mein weiblicher Charakter wird sich darüber freuen, wenn ich dann eines Tages hier auch im DLC bin mit dem. Oder mit ihr. So, jetzt möchte ich aber wieder in die Höhle rein. Weil auf der anderen Seite gibt es ja auch noch was zu erkunden. Ne? Genau, hier ist ja schon der Weg rein. Ich denke mal, das war ja alles. Außer dem Mausoleum. Also, ich meine, das ist ja schon mehr als genug. Ja. Hallo? Ist ja richtig cool gewesen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ach ja, schön dieser DLC. Der hat was. Ist auf jeden Fall ein richtig guter DLC. Ne? Ob er es mit dem Hauptspiel letztendlich aufnehmen kann, da möchte ich noch kein finales Urteil fällen. Das mache ich dann erst, wenn ich es wirklich durchgezockt habe. Mit allen Bossen, die dazugehören. Ich hoffe mal, alle werden wir noch nicht getroffen haben. Logischerweise nicht. Es gibt ja bestimmt noch einen Endboss, Mikela oder so. Oder wer immer das sein wird. Hier sind die wieder. Am Start. Moment. Ja. Ihr seid fies, ey. Was ist hier? Eine Falle? Vorsicht vor Hund. Okay. Tatsache, das ist wirklich ein Hund. Also, das wäre ein anderer Eingang gewesen. So, okay. Ja, eine große wieder. Wo sind wir denn jetzt gelandet, Leute? Ich weiß es nicht. Wo man sonst nicht hinkommt? Hm? hier waren wir doch noch nicht, oder? Oder nur nicht... Ah, doch. Hier waren wir. Mir war nur nicht klar, wie man da hochkommen soll, glaube ich. So. So war's. Ist da auch noch zum Looten? Ja, ist auch noch was zum Looten. Das ist schwer hier hochzukommen, ne? Oh, gerade so. Ritalilie 8. Brauchen wir auch, klar. Oh, da sind wir so ein Elektrobiester, ey. War ich hier noch nicht? Doch, da ist ein Ort der Gnade. Das hatte ich einfach noch nicht gelootet. Ist ja direkt am Anfang hier, okay. Das ist ja kurios. Haha. Ah, wie cool das ist, ey. Ah, richtig schön, wenn man was entdeckt hat. Was Wertvolles. Oh, hier sind mehrere Items und diese Blitzgegner leider. Also hier geht's noch weiter. Dann war ich hier wohl noch nicht, oder? Oder doch? Bin mir nicht sicher. Und die Vögel auch? Und hier jetzt wieder hoch. Und werden wir gleich wissen, ob wir hier schon waren. Falls hier nochmal ein wertvoller Gegenstand ist. Nee, ist hier nicht mehr. Okay. Dann waren wir hier schon. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alles hier erkundet, glaube ich. Hoffe ich. Ah, da ist auch nichts mehr. Ups, lass mich in Frieden. Ja, ja. Hier ist der Durchgang. Da müsste auch noch ein Ort der Gnade sein. Oder? Jo.
Den sehe ich jetzt so nicht mehr. Ah doch, okay, alles klar, dann sind wir durch. Dann sind wir hier durch, glaube ich, Leute. Und ja, mal schauen, wo wir denn beim nächsten Mal fortfahren. Also dann bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck. Lasst euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, lasst ein Like in Norden da. Und ein Abo, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.